Es ist ein Regentag. Karwinkel und Eckstein sind zu Hause. Es regnet ja immer noch. Was kann man bei so einem Wetter nur machen? Ich könnte was zusammenkleben, irgendwas Schönes zusammenkleben. Ja, das... Ja. Aber was? Hey, Karwinkel, es hat aufgehört zu regnen. Was? Es regnet nicht mehr? Dann können wir endlich raus. Ja, los, komm, wir gehen in den Wald. Auf, komm schon. Wald? Aber wir können doch auch hier drin Pfannkuchen backen oder so, hm? Drin? Jetzt, wo es aufgehört hat zu regnen? Nee, wir gehen jetzt mal schön in den Wald. Haha. Ich krieg nasse Pfoten. Guck doch mal, wie schön alles aussieht. Alles ist so frisch und sauber jetzt nach dem Regen. Haha, guck doch. Kann denn ein Wald sauber sein? Sauber? Was ist denn hier sauber? Na, er sieht eben aus wie neu, weil alles vom Regen glitzert und glänzt. Und, oder hier, Eckstein, guck doch mal. Diese Stöckchen da, die Stöckchen auf dem Boden. Das sieht doch aus, als ob die ganz neu sind. Guck doch mal. Aber es sind doch nur unsere ganz normalen Stöckchen. Ja, schon, aber sie sehen jetzt so anders aus, als ob man sie eben zum ersten Mal sieht. Sag mal, irgendwas ist mit diesen Stöckchen, hm? Ich glaube, die gehören irgendwie zusammen. Guck mal, der da, ja, der war da dran befestigt. Und der hier passt, dahin. Ja, dann ist ja alles, da ist mal was zusammen gewesen. Mal sehen. Guck, tatsächlich. Siehst du, Eckstein, es passt genau. Genau. Alle Stöcke passen irgendwie aneinander. Mhm. Und zusammen muss es mal was ganz Großes gewesen sein. Stimmt. Das finde ich heraus. Ich klebe sie einfach so. Der Kleine, warte mal, der Kleine passt hier dran. Ja? Was machst du da, Karwinkel? Was soll denn das werden, sag mal? Das ist ja gerade das Schöne. Ich weiß auch nicht, was es ist. Aber ich klebe jetzt wieder zusammen, was zusammen gehört. Und dann sehen wir schon, was es früher mal war. Hier fehlt zum Beispiel ein Doppelast mit gekrümmten Seitenzweig. Mal sehen, wo ich einen finden kann. So was hier? Nee, ganz anders. So einer. Und zwar kommt der hier hin. Ich hab auch noch einen. Und dieser passt dahin. Nein, der passt nicht. Merkwürdig. Wie kann denn das gehen? Warte mal, das ist doch... Es könnte auch, genau, das war hier eine Art Gabel. Ja klar, das kann sich bewegen, natürlich. Und es bewegt sich am Gelenk hier hin und her, ja. Und dieser passt dahin und der hier noch. Was mag das nur gewesen sein? Vielleicht so eine Art Verzweigungssystem mit Leitungen, die alle nach oben führen, ja. Dann passt der dahin. Karwinkel, ich habe noch einen ganz, ganz schönen. Ja, ist sehr schön, ja, sehr schön. Ich hol noch einen. Wo der wohl passt? Vielleicht hier? Mal sehen. Ja, genau, das könnte gehen. Hier, genau. An die Spitze, dann genau. Ja, dieses hier auch passt. So, da waren bestimmt auch ganz große Stöcke hier dran, ne? Genau so, ja. Und der hier noch. Oh. Ich hab auch noch einen. Der gehört dazwischen, klar. Und dieser hier dran, so. Ja, mal sehen, so muss es gewesen sein. Wie sieht denn das von der Seite aus? Und was ist das denn da? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Hebel oder so. Oh, hoppla. Schnell weg, oh. Hilfe. Hilfe. Wow, ganz schön hoch. Und da sind zwei so schwingende Dinger dran. So Fühler oder sowas da. Guck doch mal. Du, Karwinkel, vielleicht ist es ja ein Wolkenkratzer, hm? Ja, das könnte sein. Hey, ja, es ist ein Wolkenkratzer. Hey, und er funktioniert. Eckstein! Eckstein, warte auf mich! Er funktioniert! Eckstein! Komm, wir backen Pfannkuchen! Sag ich doch.